Dann sage ich mal herzlich willkommen wieder bei Diablo 3. Wieder bei mir der Shady. Hallo. Schwing. Oh, ich habe gerade deine Ausrüstung gesehen und sie sieht auch schon ganz schick aus, ne? Nice, nice. Klar. Also nachdem wir ein bisschen Probleme hatten hier mit meinem Mikrofon und ein bisschen Grafik, hoffe ich, dass es sich jetzt wieder etwas gelegt hat. Ich habe jetzt auch die Frames ein bisschen runtergestellt, ein bisschen Einstellungssache. Ich hatte leider vorher kaum Möglichkeit, irgendwie das zu testen. Wir schauen einfach mal, wie es läuft. Und probieren. Heute habe ich Und ein paar probieren und richtig probieren. hübsche Sachen für dich. So. Irgendjemand studiert. Den kann ich eigentlich auch verkaufen. Nehme ich sowieso nicht mehr. Ja, ich nehme Ich das habe ein Magische. paar neue Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. Heiltränke sind immer wichtig. Ja, das ist meine Ausrüstung. Ich habe in den folgenden, den davorigen Spielen eine schöne Kapuze gefunden. Und auch zwei Ringe. Der Shady hat mir seinen Bogen gegeben, glaube ich. Den habe ich von ihm. Mit 20,3 Schaden macht sich ganz gut. Ich bin derjenige, der immer so ein bisschen hinten steht und der Shady ist für den nahen Angriff zuständig. So, ich sehe, du willst irgendwo rein. Nein. Hey, du hast ja so ein bisschen. Entschuldigung. Hast du jetzt so einen Glitzerstab, ja, auf dem Rücken? Oder ist das deine Aber Uniform? Ja, geil. mein Stäbchen. Das Stäbchen. Na gut, dann Das noch Stäbchen. schnell einen Schluck Cappuccino. Und dann soll es auch eigentlich schon losgehen. So, was haben wir als letztes gemacht? Nehmen wir die Gäste an hier. Ja, genau, wir müssen hier mit den Fremden reden. Magda ist uns dicht auf den Fersen. Wir müssen das letzte Stück schnell finden. Erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein Fischerdorf zuraste. Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Jo, dann auf geht's zum Fährmann. Eieieiei. Ach, zum Fährmann. Der Fährmann wird uns führen. Hallo, Fährmann. Ich muss nach Wertham. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor. Aus Klar. dem Dorf steigt Rauch auf. Oho, es brennt. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Was? Niemals. Tod, denen. Ja, irgendwie funktionieren meine komischen Dinger hier nicht. Ich weiß gar nicht, was sie für eine Wirkung haben sollen. Hast du deine Wurfsterne? Ja. Ich auch nicht jetzt. Ich muss mal schnell das Gold noch aufsammeln. Ich bin ja gierig. Aber da geht's sowieso nach hinten, ne? Da liegt noch ein bisschen was. 20 Gold, da liegt noch ein Toter. Oh. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten, aber ich habe ihn davon überzeugt, es besser in der Sicherheit der Kapelle zu lassen. Ein heiliger Ort für ein heiliges Relikt. 1050 XP habe ich dafür gerade bekommen. Helft mir! Ups. Meine Familie versteckt sich mit dem Rest der Dorfbewohner in der Kapelle. Wir müssen zu ihnen. Klar. Ja, manchmal lohnt es sich, die Bücher das zu lesen. Wird eure Tod bedeuten. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Ich
etwas. Wow. Warte mal ganz kurz, ich muss hier mal kurz was umstellen. Das geht ja gar nicht hier. Abbrechen, wo war das gleich? Genau. Ich nehme mal lieber das Schnellfeuer. Es macht sich, glaube ich, ein bisschen besser. So. Jetzt komme ich hier gar nicht mehr klar. Ring des Gemetzels. Ah ja. So, schaue ich noch schnell in mein Inventar. Was haben wir denn da? Voodoo-Maske mal wieder. Ich sammle irgendwie immer die Voodoo-Masken auf, warum auch immer. So, Priester. In der Nähe dieses Dorfes ist vor kurzem das Heft eines uralten Schwertes niedergegangen. Habt ihr es vielleicht gesehen? Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich wünschte, wir hätten es niemals hergebracht. Kommt mit. Ich habe Virgil zurückgelassen, um es zu bewachen. Wir sind froh, es loszuwerden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. Ah, tschüssi. So. Keller der Kapelle von Wortham. Ein Zweihänder. Brauchen wir nicht. Oh, sind wir da jetzt falsch? Das ist nicht hier. Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle drei Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Tja. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Die alte Hexe. Lass mal zurückkehren. Die Schlampe wird sterben. Schwingen. Hier oben. Ach ne. Ja. Hui, was geht denn hier? Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Leia wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard. Oh mein Gott, das war so traurig. Na gut. Ich wollte mir zwar das Schwert holen, aber da wir es sowieso nicht aufnehmen können, war das ja jetzt für die Katz. Ja. Naja. Lea! Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Kains Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem.
Kein normaler Mensch hätte einen solchen Sturz überlebt oder wäre im Besitz eines solchen Schwertes. Wir müssen ihn finden. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Wertham erreichen. Ihr solltet euch darüber im Klaren sein, dass sie euch erwarten wird. Macht euch keine Sorgen um mich. Ich hoffe, euch wird es bald besser gehen. Tja, neues Ziel, betretet die Höhlen von Arane und oberhalb von Wertham. Dann gehen wir da mal hin, oder? Warum ist denn da? So, hier ist mal wieder sehr dunkel. Aber ich glaube, da haben wir uns schon dran gewöhnt, oder? Ja. Jägerumhang, nichts wert. Gold, Gold, Gold. Oh. So, ich glaube, wir werden gleich wieder umzingelt von Monstern und Kreaturen. Sehr glücklich. Ah ja, wer bist du? Meine Königin singt in meinen Ohren. Ihre Musik erschallt aus dem Jenseits. Was hast du denn geraucht? Ich war's gut. Es war auf jeden Fall gut. Oje, werden wir beschossen? Eieiei. Ein Haufen Spinnen. Ich fühle mich wieder wohl. Eieieiei. Was sind die dabei mal, ja? Nötige Hilfe. Nein! Ihr seid tot. Wo bist du denn schon wieder? Ich bin tot. Was machst du denn schon wieder? Ich bin das erste Mal gestorben. Meine Gegenstände haben 10% Haltbarkeit eingebüßt. Ja, da kam auf einmal so viel. Da konnte ich nichts machen. Ja, aber das muss mal passieren. Habe ich vergessen, Q zu drücken. Da hätte ich mich vielleicht auch noch heilen können. Ja, was bringen 24 Heiltränke, wenn man es nicht benutzt, ne? Ja, nice. Lass uns mal ein bisschen zusammenbleiben. Ja. Ich komme. Jetzt.
Uiuiui. Kleine Viecher sind ganz schön lästig, ne? Ja. Die Spinnennetze verlangsamen einen auch, ne? Warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Ja. Ist alles nicht so gut. Vier Prozent Leben. Na gut. Gehst du nochmal zurück? Weil hier oben geht's weiter, ne? Also, denke ich jetzt mal. Wir hätten hier mehrere zur Auswahl. Er macht ja alles kaputt. Richtig so. Die Spinnen müssen alle sterben. Ich hasse Spinnen. Einfach nur widerlich, diese Kreaturen. Ich gehe mal noch schnell hier außen rum. Vielleicht ist da ja noch was. Ja. Hier ist was. Hilfe. Eieieiei. Sind schon ganz schön stark, ne, diese Kreaturen hier. Hier ist ja noch ein ganz kleiner Gang. Oder wollen wir erstmal oben lang gehen? Das ist so erstmal hochgehen. Das ist sowieso nicht weit. Das ist die Kiste hier oben. Ist da was drin? Jeder Handschuhe. Sehen Sie nix. Ich guck mal ganz kurz in mein Inventar. Was habe ich denn bekommen? Ja, okay. Naja, nicht so pralle. Meine Herrin hat mich aufgenommen. Kommt näher und spürt ihre liebevolle Umarmung. Auf geht's zur Königin.
helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme auf den Körper. Oh nein. Nein. Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Eieiei. Haha! Flockschleuder, Lederkette. Langdolch brauche ich nicht. So, was haben wir denn jetzt hier Schickes bekommen? Ein schöner Helm. Bist du gleich wieder Zauberer? Nee, wa? Mensch. Ach, Mensch, genau. Dann kann ich dich auch weghauen. Vielleicht brauchen wir es noch? Nee, wa? Ich nehm's nur mit. Und ein Gürtel. Ah, sehr schön. Mensch, das ist ja besser als Shopping. hab Dank. Können wir diesen schrecklichen Ort bitte verlassen? Wer denn? Mal auf, Süße. Oho, das war's also schon. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Khazra gestohlen. Daraufhin sind die Khazra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Khazra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Finden wir mal den Stab, aber ne? Der montiert sich freiwillig. Ja, davon gehen wir mal aus, ne? Weil sonst auch ein bisschen langweilig, ne? Und da hinten ist wieder ein Portal. Hey!